Ja, willkommen zurück zu Imperion. Schön, dass du heute wieder eingeschaltet hast. So, und nachdem wir dann vor dem Warlord sein Promethium Storage überfallen haben, wo kein Promethium drin war, werden wir jetzt aber dann auch kurzerhand das Dingen hier recyceln lassen. Und dann machen wir uns weiter auf den Weg. Das schauen wir uns jetzt noch einmal an. So, kopiert habe ich das Ganze jetzt hier. So, jetzt einmal hier rum. Bum, bum, bum. Rum herum, links herum, rechts herum. Da oben ist er. Wie gesagt, ich habe den Promethium Storage nicht gefunden. Also falls er tatsächlich hier Promethium haben sollte, irgendwo in irgendeinem Storage halt, ne? Ich wüsste halt nicht wo. Also machen wir einfach das Beste daraus, was wir machen können. Und fügen ihm seiner gerechten... seines gerechten Urteils zu. Indem wir sagen, demontiere mich! Ich kann aber trotzdem mal eben hier rumfliegen, während er jetzt hier Layer für Layer hier abbaut, ob ich nicht noch irgendwo was habe vergessen zu sehen. Ja. Das habe ich tatsächlich übersehen. Genau. Was heißt nicht übersehen? Da war tatsächlich noch was drin. Aber sonst sehe ich hier halt nichts, was ich hätte hier jetzt noch. Looten können. Mal gucken, wenn er sich jetzt gleich auf den nächsten Layer nach unten hinpackt. Ich hoffe ja einfach mal, dass jetzt hier kein feindliches Schiff kommt. Ich meine, die Schütztürme sind eher aktiv. Von daher. Aber es wäre jetzt noch nett gewesen, wenn wir jetzt tatsächlich ein Promethium Storage gehabt hätten zum Plündern. Wäre doch jetzt echt cool gewesen. Aber wahrscheinlich mochte er nicht. Naja, auf jeden Fall muss ich jetzt gleich dran denken, neue Sprengladung herzustellen und neue Kerne. So, jetzt kommt der interessante Layer hier unten. Mal gleich mal fix gucken. Muss ich jetzt hier rüber gucken. Gut. Ob hier noch irgendwas ist. Aber hier war nichts. Soweit ich weiß. So, jetzt kommt der Layer. Das war halt nur diese Kiste hier. Aber die hatten wir ja gelootet gehabt. Das hatte ich gelootet gehabt. Das hatte ich gelootet gehabt. Ich hatte eigentlich so ziemlich hier alles gelootet gehabt. Hier auch aus dem Bereich heraus. So, der Ken ist jetzt inaktiv, ist klar. Aber er baut ja weiter ab. Der Ken ist ja noch da. Komm, mach mal weiter. Genau. Ob hier unten noch was ist? Huch. Ob da unten noch was ist? Aber ich glaube, das ist einfach nur Deko. So, jetzt ist er gleich fertig. Achso, das hat er im Ganzen abgemacht. Jetzt fehlt noch das da. Zack. Okay. Dann hoffen wir mal, dass wir den Kern jetzt hier. Ne. Okay. So, das heißt, bitte neue Kerne und neue Sprengladungen für mich. So, Sprengladung. Benötigt Kraftstoffzelle. 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 Da, die. Die brauchen wir. Okay. Dann habe ich hier noch das und das und das für dich. Und dann machen wir hier die Kraftstoffzelle rein. Ist ja kein Problem. Und das heißt, ich bekomme 1, 10, 20. Komm, wir machen mal 20 Sprengladungen. Dann brauchen wir jetzt noch einen Kern. Einen Kern. Machen wir auch nochmal 10 Kerne hier rein. Okay. Gut. Dann müssen wir einen Sauerstoff knuckeln. Und dann gucken wir mal hier weiter. So. Promethium Storage müsste aber eigentlich verflogen sein. Harkon, 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 Harkon. Wo ist denn jetzt hier noch was Rotes? Da unten fliegen zwei Schiffe. Spire Satellite. Ja, wir können uns auch einmal drehen. Also den Promethium Storage müsste er aber eigentlich jetzt wegnehmen. Oh, ne, da unten ist noch was Rotes. Was bist du denn?
Prometheum Trader. Warte mal, ich könnte die Geschütztürme auch gleich direkt sagen. Bitte auch noch die Schubdüsen aktivieren. Ja. Noch mehr Schubdüsen. Zack. Geschütztürme, bitte keine Schubdüsen mehr. Aufhören, aufhören. Okay. Ansonsten war es das doch hier, so. So. Dann gucken wir uns mal hier um. So, wie weit bist du mit dem Herstellen? Okay, du hast schon ein paar Kerne. Das ist gut. Natürlich nehme ich die Dinger hier. Wo sind die Kerne? Oh, 5 Minuten zur Selbstzerstörung. Ja. Okay. Hier ist nichts. Ist auch nichts. Wie komme ich jetzt nach hier unten? Ist hier offen? Yes. So. Aha. Okay. Ja, hier ist schon wieder nichts drin, ne? Entfernen oder ersetze den Kern. Ersetze. Ja. Ja, wenn ich wüsste, wo der Kern wäre, ihr lieben Leute. Auch wenn ich es ja noch nicht wusste, ich weiß nicht, wo der Kern ist, ne? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Kommen wir zum Trader. Vor allem Prometheum Trader. Wo sind denn deine Frachtboxen dann, ne? Ist hier eine Frachtbox drin? Was bist du nur hier eigentlich? Okay. Gucken wir mal. Ha. Dann müssen wir nochmal 2 Ladungen anbringen. Immerhin etwas. Naja, immerhin etwas. Das ist der Kern, glaube ich. So. Gut, dann schauen wir doch mal, was haben wir denn jetzt hier erbeutet? Prometheum-Tank. Aber endlich mal was. Prometheum-Tank. Prometheum-Tank. Okay. Okay. Alien-Geräte. Was haben wir hier? Ein Spawn-Off MS-Turrets. Okay. Ausrüstung. Ein Konsolendeko. Cockpit. Crew-Stations. Jupp. NPC. Stiegspunkte. Na, so viel Energie hast du ja auch nicht. Das heißt, wir können dich jetzt auch gleich tatsächlich abwracken lassen. Das ist der Prometheum-Tank, von dem wir gerade gesprochen hatten. Huch.
Okay. Hast du noch irgendetwas an Schubdüsen, die ich vielleicht haben möchte? Meistens habt ihr ja irgendwelche Schubdüsen, die außergewöhnlich sind. Das will ich mal angucken. Das ist nur M. Den haben wir. Da gab es ja, glaube ich, noch irgendwo noch eine Alien Station, kann das sein? Ach, wir lassen es einfach mal so. Wir nehmen uns den Kern und gut ist. Also, ne? Wir zerpflücken das Ganze jetzt und dann geht's weiter. Jetzt habe ich davon leider keinen Screenshot gemacht. Aber egal, die Folge geht ja noch ein bisschen. So, Core. Na komm, Core Recycle. Ich hoffe, dass jetzt hier kein NPC-Gedönse war. Kein NPC-Gedönse war, was. Oh, was bist du denn? Ein Cargo Freighter von den Kriel. Mit den Kriel waren wir ja, glaube ich, nicht. Ne? Kriel war nur unfreundlich. Heißt aber nicht, dass sie uns direkt angreifen, oder? Hoffen wir es mal. Ja, und das geht ja relativ schnell los. So, dann wollen wir nochmal den letzten Schluck hier aus dieser tollen Kaffeetasse nehmen. Uah. Himmel, Herrgott. Da komm, bist du jetzt fertig? Gut. So, habe ich tatsächlich echt Leben verloren? So, dann wollen wir mal gucken, was wir hier reinschmeißen. Da schmeißen wir das, das und das und das. Das schmeißen wir rein. Das futtern wir uns. Das da rein. Das da rein. Das da rein. So, du müsstest, glaube ich, jetzt fertig sein. Dann kann ich dich ausschalten. So, dann wollen wir mal weiter gucken. Da fliegt noch was Rotes rum. Oder die Orbital Defense 2. Das könnten wir auch mal. Warte mal, welche Fraktion fand das jetzt ungeil, wenn wir die Gi. Ach komm, hier. So, Gi war Haus der Geest. Ne, nur wenn wir Haus Epsilon. Okay. Dann machen wir noch Haus. Dann machen wir noch das hier. Orbital Station. Bäh. Nein. So ausrichten. Da ist die Repair Station. Genau, von den Geese. Die Orbital Station oder die Orbital Defense Station, was das da war, ne? Orbital Defense, genau. Mal gucken. Was sie so hat oder nicht hat.
denn noch mehr Geschütze? Nö. Okay. Das war die Orbital Station. Da fliegt noch was Rotes rum. Spire Satellite. Das müsste Polaris Megacorp sein. Repair Station. Da unten kreucht und fleucht noch was rum. Green Mammoth Brighter. Okay. Oh, wir haben hier noch einige Punkte. Wenn wir jetzt schon gerade hier oben im All sind, dann können wir auch noch ein bisschen... So, wer bist du? Du bist die Harkon Sunseeker Cargo. Wahrscheinlich von... Wahrscheinlich vom Warlord, oder? Ein bisschen manuell steuern. Okay, sie fliegt. Okay, sie scheint wohl keine Waffen dabei zu haben. Geschütze. Auf die Schubdüsen, bitte. Bewegt sich nicht mehr. Ist ja gut, jetzt. So. Dann wollen wir uns das nächste Schiff einverleiben. Vielleicht übernehme ich es auch komplett. Ah, und ich dachte, das wäre der Kern hier. Der Stahlblock. Oh, nicht erlaubt. Boarding Team. 3, 2, 1. Oh, der hat ordentlich was weggeknallt. Das scheint der Warp-Kern zu sein. Es ist nicht wieder erlaubt dadurch. Du bist der Schildgenerator oder was? Du bist ein Schildgenerator. Boarding Team. Einmal durch die Tür durchspringen. Teil vom Fahrstuhl weggesprengt. Wie gesagt, da hängt der Warp-Reaktor. Da muss ja der Kern ja auch hier eigentlich auch irgendwo sein. Nicht erlaubt, nicht erlaubt. Muss ich mich jetzt durch jede Tür hier durchsprengen? Oh. Boarding Team weiter. Oh, das ist die nächste Tür. So, hier haben wir den, wahrscheinlich den Generator Room. Wo uns zu heiß wird, gleich hier raus. Dann geht's ja. Irgendwo muss ja der Kern sein. So. Zum Abschalten des Schwerkraftgenerators. Früchte, Früchtchen.
Boah, wie ich jetzt gerade die F-Taste hier am Spam bin. Okay, das ist dann wohl hier irgendwie Garten oder sowas. Oh, natürliche Stimulanzien. Kaffeepflanze. Gibt es hier oben? Schon wieder nicht erlaubt. Das Bewegungssensor. Oh, Frachtboxen. Ich messe doch eigentlich nur an den Kern ran. Hier oben einen Warp-Reaktor wieder raus. Und ich glaube, hier oben war ich auch schon. Könnte ich mir jetzt ganz gut vorstellen. Vielleicht versuche ich das nächste Mal die Tür mit der Schrotze aufzuschießen. Das wäre ja mal Containerlagererweiterung. Das wäre ja mal wahrscheinlich mal. Okay, hier haben wir jetzt natürlich dann die massenhaften Container. Containerlagererweiterung. Irgendwie ein Stockwerk tiefer oder sowas. Ah, da oben ist auch noch eine Tür. Das hat aber jetzt eine Sprengkraft gehabt. Hallo, die Waldfee. Hallöchen. Hier bin ich. Ist nicht erlaubt, dass ich darauf zugreife. Ist in Ordnung. Hier gibt es aber einen Kühlschrank. Ich suche auch nur den Kern. Die dürften mir ruhig sagen, wo der Kern ist, ne? Das dürft ihr mir ruhig sagen. Ja, ich fühle mich wohl und ausgeruht. Das ist schon klar, dass ich das jetzt tue. Ach, das ist ja ein Labyrinth hier drin in der Harkensun-Seeker. Boah, was für ein Irrlabyrinth hier drin. Irr. Da geht er. Okay, wo ist vorne und wo ist hinten bei der Sunseeker? Irgendwo muss ja. Also, das sind die Harkon. So, und ich kann tatsächlich von hinten rein in das gute Stübchen. Und hier oben ist die Brücke, wenn ich mich jetzt hier nicht vertue, ne? Ich irgendwie nach oben komme. Was hat die denn eigentlich für Düsen? M. Ich weiß nicht, was hier hinterhängt. Gehärteter Stahlblock, der ist so schön rot. Der ist so schön rot. Ah, ging es hier vielleicht nach oben? Zur Brücke? Ha! Brücke!
Brücke gefunden. So. Hier ist aber nirgendwo. Ja, der Zugriff ist nicht erlaubt, das ist richtig. Oh, was heißt, das ist richtig? Solange der Kern da ist, ist es ja auch noch nicht. Würde mich nur interessieren, wo der Kern ist hier. Oh, cool. Das ist cool gemacht. Und jetzt sag mir, wo der Kern ist, dass ich den Kern zum Platzen bringen kann. Das sind Lichter. Es wird ja hier wohl irgendwie. So, und das ist jetzt Daddy das Frachtdeck. Mit seinen ganzen Frachtcontainern. Frachtcontainerlager Erweiterung, das ist doch klar. Aber ich suche doch jetzt den Kern. Ich möchte jetzt den Kern hier. Akinas kommt. Ist das Ding jetzt echt? Dann halt so. Dann halt so. Okay, das war nur eine eine Leiter. So, und dann bin ich schon im vorderen Teil des Schiffes. Aber halt ohne Zugang zum Körn. Da ich ja auch noch nicht weiß, wo der Kern ist. Richtig, aber der Kern kann ja nur irgendwo vorne sein. So würde ich das schätzen. Also so würde ich den Kern platzieren. Ich würde den nach vorne platzieren. Den Kern hier irgendwo am Warp-Antrieb hingestellt. Nicht erlaubt. Hier unten gibt es noch eine Zugangsplattform. Okay. Geht's ins Weltall. Ja, lieber Kern, wo versteckst du dich? Du lieber, lieber Kern, du musst doch hier irgendwo sein. Ja, da bist du. Endlich. Na endlich. Zack. Und schon gehört das Ganze uns. Jetzt. Oh. Haben wir jetzt keine Energie mehr hier drin, oder? Schildlichter, Signale, geschützte immer off. Automatisch Konstant Seeker. Ja, passt halt, ne? So. Treibstofftank fehlt, okay. Höhlenpulsationsschild, Sofa, Reparaturstation. Ja, der hat jetzt hier einiges zum Looten. Aber anscheinend fehlt es dem an. Ich Kraftstoffzellen mit? Ne, habe ich nicht. Und die erstmal kurz hier raus. Ja, wie komme ich jetzt hier raus?
Einmal der Länge nach bitte aufschneiden. So, dann wollen wir doch mal eben kurz ein paar Kraftstoffzellen hier rausholen. Damit wir das Schiff mal eben kurz looten können. Und das ist die ganze Herrlichkeit und Pracht der Hakon Sunseeker. Geil, wa? So, dann würde ich sagen, werde ich offscreen das Ding looten und zerlegen, damit ihr mir jetzt nicht dabei zuschauen müsst und euch langweilt. Wo haben wir hier Fuel und Oxy? Nehmen wir einfach mal hier so die großen Zellen, dann passt das schon, dann ist das ganze Ding unter Strom. Und dann kann ich das Ding erstmal hier ganz entspannt looten, ausräumen, weiß der Geier was, Schubdüse M eingebaut. Aber am besten so, dass ich hier nicht Verwalten auffüllen. Ach, der Kraftstofftank fehlt deswegen. Der Kraftstofftank fehlt. Kann ich einen kleinen Kraftstofftank machen? Oder wobei brauche ich den eigentlich? Ne, ich brauche den eigentlich gar nicht, ne? Naja, gut, okay. Supi, dann würde ich sagen, ja. Ist doch jetzt gut. Demontieren. Computertisch, das war Deko. Ich möchte natürlich die ganzen Crew Stations hier. Aber das ist ja alles erstmal soweit Deko. Vielleicht brauche ich doch noch Strom hier drin. Also müsste ich jetzt einen Kraftstoffcontainer müsste ich jetzt machen, damit ich mich jetzt hier frei bewegen kann. Na egal, auf jeden Fall, ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuschauen, wenn euch das Video gefallen hat. Daumen nach oben da. Kommentieren und abonnieren ist natürlich Pflicht, genauso wie weiterempfehlen. Und ja, wer darüber hinaus noch mehr Unterstützung leisten möchte, schaut einfach mal in der Videobeschreibung nach. Ansonsten wünsche ich einen schönen Tag, schönes Wochenende, schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Macht's gut. Ciao, ciao.